Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Forum Politik. Gut 100 Tage sind vergangen seit dem Antritt seiner zweiten Amtszeit. Das ist ein bisschen komplizierter. Wir möchten wissen, was er sich für diese zweite Amtszeit vorgenommen hat, wie er über aktuelle Themen in seiner Stadt denkt, ja, und wo er Oldenburg und vielleicht auch sich in 5 Jahren sieht. Herzlich willkommen, Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg. Ja, moin. 100 Tage sind vergangen. 100 Tage, wie haben Sie diese 100 Tage empfunden? Also in diesem Jahr war das natürlich ganz besonders dadurch, dass wir leider diesen starken Rückfall von Corona hatten, nachdem es ja im Sommer auch während des Wahlkampfes einigermaßen entspannt war, dann plötzlich Delta und dann obendrauf noch Omikron mit Infektionszahlen, die wir gar nicht kannten. Und wir haben uns alle auch wieder eingegraben, alle öffentlichen Veranstaltungen sind ja abgesagt worden oder auf Video umgestellt. Und das ist natürlich gerade für einen Oberbürgermeister, für einen Bürgermeister eine erhebliche Einschränkung des Arbeitsalltags. Von daher muss ich sagen, ich habe eigentlich die meiste Zeit am Schreibtisch gesessen in den letzten 100 Tagen. Und ich hoffe, dass das nicht in den nächsten Jahren, die ich das Amt noch weiter ausführen darf, so bleiben wird. Weil ich möchte natürlich dringend und schnell auch wieder auf Menschen treffen und auch gemeinsam mit Menschen diese Stadt weiter voranbringen. Konnten Sie nach dem Wahlkampf so ein bisschen Ruhe finden oder ging es dann einfach nahtlos in die zweite Amtszeit über? Also um ehrlich zu sein, danach bin ich erst mal 14 Tage weg gewesen zu einem ausgedehnten Urlaub. Aber dann pünktlich zum 1. November zum Start der neuen Amtszeit dann wieder im Rat gewesen. Und ja, seitdem eigentlich ununterbrochen wieder im Einsatz. Allerdings ganz anders, technisch ganz anders, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Und Sie müssen sich ja im Rat auch an viele neue Gesichter gewöhnen, auch an eine neue Zusammensetzung im Rat. Wie ist das so in den ersten Wochen gelaufen? Das ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt durch die Begrenzung, die Corona einfach mit sich bringt. Aber das, was ich bislang an Begegnungen hatte, das finde ich eigentlich sehr mutig. Wir haben sehr viele junge, neue Gesichter im Rat, Menschen, die sich engagieren wollen für ihre Stadt, auch in verschiedenen Fraktionen. Und ich habe den Eindruck, dass es derzeit wirklich sehr konstruktiv auch zur Sache geht. Also das Parteipolitische steht im Moment eigentlich eher so im Hintergrund. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Vielleicht kommt das ja auch noch. Immerhin, die Grünen sind ja die stärkste Ratsfraktion. Ja. Da müssen Sie als SPD-Mann wahrscheinlich auch erstmal mit klarkommen oder sich darauf einstellen. Im Wahlkampf hatten wir mit Daniel Fuhrhoff ja einen Kandidaten der Grünen, der mit Sicherheit einer der stärksten oder ihrer stärksten Konkurrenten im Wahlkampf war. Wie funktioniert die Zusammenarbeit jetzt mit dieser starken Ratsfraktion? Also ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit dieser grünen Ratsfraktion bis jetzt deutlich entspannter und deutlich besser und offener ist als in den vergangenen Jahren. Das hängt immer auch von Personen ab, das muss man ganz klar sagen, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen möchte. Aber der Austausch ist wirklich gut, der läuft so ganz normal und intensiv. Und es hilft natürlich, dass es zwischenzeitlich eine grün-rote Ratskooperation gibt, sodass da schon gewisse lange Linien, Leitlinien, Rahmenlinien für die Arbeit schon festliegen. Das war in den letzten Jahren ja doch immer eher geprägt von wechselnden Mehrheiten. Wechselnde Mehrheiten können für die Verwaltung manchmal ganz spannend sein, weil man Dinge auf verschiedenen Ebenen natürlich spielen kann. Aber ganz ehrlich, sie sind natürlich für alle Beteiligten ein unheimlicher Stress, wenn man gar nicht weiß, wie vor einer Ratssitzung eine Entscheidung ausfällt. Das ist jetzt ein bisschen anders und das ist auf jeden Fall, gibt mehr Planbarkeit und gibt uns, glaube ich, auch mehr Schwung bei den wichtigen Themen. Also es wirkt fast so, als ob Sie gar nicht so traurig sind, dass die SPD jetzt nicht die stärkste Fraktion Nein, das, geworden ist. Nein, das ist völlig falsch, der Eindruck. Ich bin Sozialdemokrat durch und durch. Auch wenn das Amt selbst natürlich auch eine gewisse Überparteilichkeit erfordert und auch von der Sache geprägt sein sollte. Aber natürlich habe ich alles dafür getan und hätte es natürlich auch gerne gesehen, wenn die SPD, sie hatte ein starkes Ergebnis, sie hat statt 16, 15 Sitze, aber das ist jetzt kein großer Verlust. Aber es ist richtig, es ist ein sehr starker Aufwuchs bei den Grünen und der prägt natürlich die neue Situation. Mit Blick auf Entscheidungen, sehen Sie das kritisch, was vielleicht in Zukunft noch ansteht? Also wirklich diese Ratskonstellation oder sind Sie da auch jetzt erstmal entspannt? Also grundsätzlich, ich bin ja nun schon einige Jahre im Amt und deshalb kann ich mit den Dingen, glaube ich, ganz gut umgehen. Ich glaube, dass je nachdem, welche politischen Konstellationen den Takt vorgeben, dass das natürlich auch zu tun hat mit der Art und Weise, in welche Richtung wir bei dem einen oder anderen Thema gehen.
Und man muss schon sagen, natürlich durch das starke grüne Wahlergebnis, aber auch durch entsprechende Bekenntnisse der anderen Parteien. Wir hatten ja vorher schon einen breit angelegten Klimaprozess. Ist ja der Beschluss gekommen, Oldenburg soll 2035 klimaneutral sein. Mhm. Und das ist ein Ziel, an diesen Ratsbeschluss fühlen wir uns gebunden und den versuchen wir jetzt umzusetzen. Was allerdings, muss ich ganz offen sagen, wenn man sich das mal genau durchrechnet, kein einfaches Thema ist. Es wird also viel Geld und Schweiß kosten, das zu erreichen. Aber es gibt eigentlich keine Diskussion mehr darüber, ob wir in diese Richtung wollen. Die Richtung liegt fest. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich in der vorherigen Ratsperiode schon festgelegt und das ist so eine Klammer. Der Beschluss war in der letzten Periode, aber jetzt muss man sagen, sind natürlich auch politische Mehrheiten da, um das natürlich auch voranzutreiben. Mhm. Kommen wir auf das Thema, wir machen es gleich zu Beginn, Corona. Wir können es, glaube ich, alle nicht mehr hören. Trotzdem müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, weil die letzten Jahre, muss man ja leider schon sagen, doch sich sehr unterscheiden von dem, was wir bislang erlebt haben und wahrscheinlich auch Ihr Amt ganz anders geprägt haben. Wie haben Sie denn die letzten beiden Jahre mit Corona erlebt, jetzt als erstmal die Frage als Amtsperson, als Oberbürgermeister? Also zunächst mal vorweggeschickt möchte ich natürlich jetzt nicht jammern, weil alles das, was ich möglicherweise an Einschränkungen erlebt habe in meiner Tätigkeit, ist natürlich auf extrem hohem Niveau. Wenn man sich überlegt, dass viele Gewerbetreibende, viele Gastronomen, Einzelhändler, Schausteller, viele andere Kulturtreibende natürlich wirklich existenziell zurückgeworfen sind. Es hat staatliche Hilfen gegeben, aber wir wissen, dass das nie alles abdecken kann. Und da ist wirklich, glaube ich, auch viel Leid übergeblieben. Mhm. Aber natürlich hat das auch Auswirkungen auf meine Arbeit. Ein Oberbürgermeister, zumindest so wie ich das Amt verstehe, lebt es ja davon, dass man wirklich in Begegnung kommt mit den Menschen. Dass man wirklich unterwegs ist, dass man ansprechbar ist. Und das ist in den letzten Monaten eigentlich völlig weggefallen, eigentlich seit 2 Jahren. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns mit den sachlichen Themen auseinandersetzen, dass wir die Stadtentwicklung vorantreiben, die Digitalisierung, den Klimaschutz, Schule und Bildung. Da gibt es jede Menge zu tun. Aber ehrlich gesagt, als Oberbürgermeister freue ich mich auch mal auf den Kramermarkt oder auf ein Stadtfest oder mal auf eine schöne Kulturveranstaltung. Und bin auch gerne mal selber in der Stadt unterwegs. Und da hat es doch sehr viele Einschränkungen gegeben. Eigentlich von 100 auf 0 kann man ja teilweise das ist, schon genau sagen. Genau, das ist das Thema. Und es war natürlich für mich auch, ich muss ja irgendwie mit Bürgern in Kontakt kommen. Wir haben ein bisschen mehr gemacht im Social-Media-Bereich, Instagram-Fragerunden, all solche Sachen, das haben wir vorher nicht gemacht. Ich habe statt Bürgersprechstunden anzubieten, bin ich dazu übergegangen, Bürgertelefonate anzubieten. Das versuche ich auch, mir da die Zeit zu nehmen, dann auch über einzelne Themen mit den Menschen zu telefonieren. Irgendeine Form von Kontakt einfach zu ermöglichen, das ist aber etwas, was, wie ich finde, auch nicht mehr lange gut geht. Also wir müssen jetzt auch mal langsam hoffen, dass wir in eine andere Situation kommen. Stieß das auf Resonanz, also diese Angebote, Bürgertelefon? Das auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, ist das auch sehr aufwendig. Weil wenn man es ordentlich machen will, dann ist so ein Telefonat, dauert schnell mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Und die Bandbreite, da sind natürlich Themen, die üblichen Themen, Menschen, die ihr was auf ihrem Grundstück haben oder die ein Problem in der Kinderbetreuung haben. Aber es war natürlich auch durch Corona, haben sie dann plötzlich auch mal einen weinenden Rentner, der keinen Impftermin bekommt und sich mit seinen 82 Jahren wirklich Angst um sein Leben macht. Und auch da müssen sie sich natürlich drauf einlassen. Aber ich mache das ganz gerne und diese Bürgertelefonate würde ich in jedem Fall auch versuchen weiter anzubieten. Trotzdem freue ich mich darauf, wenn ich endlich mal wieder auf Veranstaltungen gehen kann, vielleicht mal eine Rede halten kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch kann. Ich hoffe, dass es wohl noch gelingt, aber es ist schon ein ganz anderes Arbeiten. Also ich höre raus, Sie waren auch sehr viel zu Hause gesessen, einfach wie viele andere eben auch im Homeoffice. Weil man es einfach musste. Also Homeoffice versuche ich möglichst zu reduzieren. Mhm. Auch von zu Hause aus habe ich Konferenzen, Videokonferenzen gemacht. Aber ich versuche schon, wenn es eben geht, ins Rathaus zu kommen. Allein auch, damit die wenigen Kollegen, die da noch sind, sich auch nicht ganz alleine fühlen. Und ganz ehrlich, ich persönlich kann in meinem Büro im Rathaus konzentrierter arbeiten. Zu Hause habe ich immer 1000 andere Sachen in meinem privaten Arbeitszimmer. Also das, ich glaube, da ist aber jeder Mensch unterschiedlich. Mhm. Also wir nehmen mit, Sie wünschen sich wieder eine andere Zeit und nehmen wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die Sie jetzt erlebt haben, so mit in die neue Zeit dann. Kommen wir mal zu den Themen in der Stadt. Aus Ihrer Sicht, was ist so die dringendste Aufgabe, das dringendste Thema, was jetzt auf der Agenda steht? Also ich glaube nicht, dass wir
Themen haben, die wir so scharf hierarchisieren sollen in einer Gemeinde, dass wir sagen, das ist das Wichtigste, das ist nicht so wichtig. Weil ich glaube, das hängt jeweils die Menschen, die da betroffen sind, würden uns das, glaube ich, übel nehmen. Natürlich sind wir bei den Themen, die wir immer intensiv bearbeitet haben. Also seit ich politisch tätig bin, bin ich im Bereich Bildung und Betreuung. Da habe ich mich immer sehr für eingesetzt, auch mit Unterstützung der Kollegen. Dieses Thema läuft weiter. Wir sind im Bereich der Stadtentwicklung, Entwicklung des Fliegerhorstes, auch den Versuch, weiteren Wohnraum zu schaffen. Das muss ja weiter vorangetrieben werden. Wobei man sagen muss, das ist schon auch auf einem ziemlich intensiven Weg. Manche Leute finden auch, es wird zu viel gebaut in Oldenburg. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Wir haben dieses Thema Klimaneutralität 2035. Und das ist eine Herausforderung, die wir uns da gesetzt haben, von der wir, glaube ich, noch gar nicht alle wissen, was das genau bedeutet. Das arbeiten wir gerade aus. Da machen wir einen Rahmenplan, der einzelne Maßnahmen dazu trifft. Wir müssen das Thema Digitalisierung voranbringen. Wir haben das Thema Online-Zugangsgesetz. Das heißt, wir müssen als Stadt in den nächsten Jahren, beginnt eigentlich mit diesem Jahr, viele Dienstleistungen, hunderte von Dienstleistungen der Stadt auch online anbieten. Die Vorbereitungen dazu laufen. Und ich kann sagen, da sind wir in Oldenburg, glaube ich, im Vergleich zu anderen Kommunen ganz gut unterwegs. Und was natürlich sehr wichtig ist, ich hatte ja im letzten Jahr eine Kampagne gestartet, Leben in der Stadt. Das heißt, ich hätte gedacht, das wäre 2021, wäre im Kern, wäre das abgearbeitet. Aber ich glaube, die Reaktivierung und die Belebung unserer Innenstadt, aber auch das Anschieben des städtischen, des gesellschaftlichen Lebens nach dieser langen Phase, dass wir schlicht einfach alle den Hintern wieder hochbekommen und uns wieder aufmachen, Dinge zu machen. Dafür braucht es attraktive Angebote. Das wird auch ein großes Thema werden. Sie haben eigentlich alle Themen, die ich hier auf dem Zettel habe, schon wunderbar angerissen. Ja. Wir können ja ein paar versuchen, mal zu vertiefen. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Bleiben wir mal beim Thema Innenstadt. Sie haben es ja gerade gesagt. Vor einigen Wochen hatten Sie auch schon mal ins Spiel gebracht, dass die Stadt vielleicht ein möglicher Käufer für das ehemalige Finanzamtsgelände am Pferdemarkt sein könnte. Ich fand das persönlich ganz spannend, darüber zu lesen. In der NWZ hatte ich das gelesen. Was ist Ihre Idee dahinter? Also zunächst mal, wir haben dort durch den Abriss notgedrungen, asbestbedingten Abriss des Finanzamtes, haben wir da plötzlich eine Brache im Norden unserer Innenstadt, die da erstmal so liegt. Und ich glaube, dass man sich darum zügig kümmern muss. Es gab ja eine erste Idee eines Oldenburger Investors. Das hat sich aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Wir müssen jetzt neu ansetzen. Und ich glaube, das ist meine Erkenntnis, dass wahrscheinlich die Stadt eine stärkere Rolle spielen muss. Und ich wäre auch bereit, wenn wir das mit dem Land so besprechen könnten, das Grundstück auch zu kaufen, um es einer sinnvollen Entwicklung zuzuführen. Ich will gleich sagen, ich habe noch keine abschließende Meinung, was das sein könnte. Da gibt es verschiedene Ideen. Ich habe das Groningen-Forum mal in die Diskussion reingebracht. In Groningen hat man ja die Bibliothek als Nukleus für eine neue Entwicklung genommen und daraus so einen spektakulären Treffpunkt für verschiedene Bereiche gemacht, mit Museum, das ist eher so ein Comic-Museum, also eher so ein bisschen was Hippes da an der Stelle, mit tollen Cafés, mit Bereichen, wo man mit Augmented Reality, mit solchen Brillen sich irgendwie in andere Welten entführen lassen kann und einem spektakulären Blick über die Stadt hat. Wirklich ganz toll. Das ist aber jetzt nicht so, dass man das 1:1 kopieren kann, sondern ich habe diesen Stein einfach mal ins Wasser geschmissen, damit wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen. Es könnte aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Da bin ich nicht festgelegt. Was ich nicht möchte ist, und da habe ich ein bisschen noch, sagen wir, eine Diskussion mit dem Finanzminister, der ja als Eigentümer fungiert. Ich möchte nicht, dass das Land an den Markt geht und versteigert dieses Grundstück an irgendeinen Immobilienfonds zum Höchstpreis. Da werden wir, und da wird in Oldenburg, die Stadt dann raus. Da wird keiner mitbieten können. Das darf eigentlich nicht sein. Und wenn man jetzt sieht, dass das Land ja von uns auch Grundstücke bekommt, Stichwort European Medical School, wir geben ein Top-Gewerbegrundstück im Technologiepark, stellen wir zur Verfügung, dann ist natürlich die Frage, darüber diskutieren wir gerade, könnte man da einen Tausch machen? Da sind wir noch nicht ganz fertig in dieser Diskussion, aber da werde ich den Landesfinanzminister und die Landesregierung, auch unsere Abgeordneten vor Ort nicht locker, also werde ich nicht mit verschonen, sondern das ist wirklich ein Thema, was ich gerne diskutiert haben möchte, bevor man eine Ausschreibung macht. Was ich ganz spannend fand, als Sie diese Idee ins Spiel gebracht haben, diesen Blick nach Groningen zu richten, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, der schon mal in Groningen war. Die meisten waren wahrscheinlich in Groningen. Es ist doch städtebaulich was ganz anderes, als wir hier in Oldenburg haben. Und
Ich dachte immer, wir haben vielleicht gar nicht den Mut, hier in Oldenburg wirklich mal solche Projekte, wie wir sie da sind, vielleicht auch mal bei uns anzudenken. Sie haben das ins Spiel gebracht. Dazu gehört ja ein bisschen Mut, oder? Ich glaube, an der Stelle könnten wir ein bisschen Prägnanz vertragen, weil das Umfeld ist jetzt an der Stelle nicht ganz so sensibel mit der Eisenbahnbrücke und mit dem inzwischen vom Chor ja genutzten ehemaligen Kaufhaus. Also von daher, wir haben in der Nähe noch das Museum, was ja auch ein sehr prägnanter ist, der Neubau des Stadtmuseums, der auch ein sehr prägnanter städtebaulicher Bereich sein wird. Von daher könnte man da mal was wagen, was riskieren. Aber natürlich weiß ich, dass wir in Oldenburg immer total gerne in Metropolen fahren und uns ergötzen an diesen spektakulären Ausblicken, aber dann doch bei uns selbst immer so eine Stufe zurückfahren möchten, weil wir natürlich auch unser beschauliches Oldenburg behalten wollen. Das muss man diskutieren, das ist dann so. Aber warum soll man jetzt jede Diskussion von Anfang an vermeiden? Sie werden also jetzt ein bisschen entspannter wahrscheinlich in der zweiten Amtszeit und sagen, lassen Sie uns auch mal ein bisschen visionär sein. Naja, ich habe ja in der ersten Amtszeit auch das eine oder andere Projekt gehabt, wo auch andere Meinungen da waren. Ich glaube, man kann dieses Amt nicht ausüben, wenn man den Menschen nur nach dem Mund redet. Also man muss schon auch mal da auch mal Ideen zulassen. Ich finde sogar, also wenn ich das mal so persönlich als kleine Kritik an den Menschen, mit denen ich so in der Stadt zu tun habe, ich finde, es gibt eigentlich viel zu wenig Diskussionen. Also was wirklich, also konkret über Themen, also andere Städte sind da oft ein bisschen urbaner und mutiger. Ich weiß, mein Vorgänger war da immer sehr spektakulär, wurde auch sehr viel kritisiert dafür. Aber wir sollten nicht... Erklärt sich vielleicht daraus auch die Zurückhaltung, die wir da in den letzten Jahren haben. Oldenburg ist inzwischen die drittgrößte Stadt Niedersachsens. Wir haben über 170.000 Einwohner. Und das wird man irgendwann im Stadtbild auch sehen. Das lässt sich nicht vermeiden. Am Hafen haben wir ja schon so eine Entwicklung. Da bin ich eigentlich erstaunt, wie relativ geräuschlos das läuft, dass da plötzlich 9-stöckige, 12-stöckige Gebäude stehen in Oldenburg. Ja, sicher. Das wirkt schon sehr urban, was man da sieht. Thema Innenstadt. Also nehme ich mal mit, am Pferdemarkt könnte was entstehen, was wirklich auch der Innenstadt gut tun kann. In Zukunft, trotzdem haben wir natürlich in der Innenstadt, da sind wir aber mit ganz vielen Städten in Deutschland, stehen in einer Reihe, natürlich das Leerstandsproblem. Erst recht das Pandemieproblem. Die Leute kaufen im Internet, Onlinehandel boomt. Was ist Ihre Idee, das wieder attraktiv zu machen? Ja, wir haben ja eine Innenstadtstrategie und die hatten wir schon vor Corona aufgesetzt. Und jetzt dadurch, dass wir auch diese besondere Corona-Herausforderung hatten, haben wir auch dieses Innenstadt-Sofortprogramm auch mit Geld unterfüttert, aufgesetzt und das ist ja sehr gut angekommen. Wir haben diesen Innenstadtmanager etabliert in der Stadt, Herr Trawinski, der ja auch war schon zu Gast war hier und der jetzt gemeinsam mit vielen anderen in der Innenstadt einfach genau die Themen auch aufspüren und abarbeiten soll. Leerstand ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Es ist ja so, dass die Stadt in vielfältiger Form entweder selbst, wir haben selber einige Ladenlokale angemietet, zum Beispiel für Interimsquartier des Stadtmuseums, aber auch für andere, die Musikschule Creative Mass, die wir unterstützen. Wir haben den ehemaligen Jack Wolfskin-Laden, den haben wir, sagen wir mal, für Ausstellungszwecke unter Vertrag genommen. Also wir versuchen schon jetzt als Stadt auch durch aktives Anmieten die Leerstände nicht einfach so vor sich hin vegetieren zu lassen, sondern dass da irgendwas in der Übergangszeit stattfindet. Wir unterstützen die Agentur Raum auf Zeit. Auch das ist ein Projekt, was durch uns möglich wird, damit zum Beispiel Künstler kleine Ausstellungen machen können oder andere Projekte laufen können in Ladengeschäften, die vorübergehend nicht gebraucht werden. Das ist aber natürlich keine dauerhafte Lösung. Deshalb brauchen wir auch diese langfristige Strategie für die Oldenburger Innenstadt, wo wir sagen, wir werden nicht mehr den gleichen Nutzungsmix haben wie früher. Durch Onlinehandel, durch die Folgen von Corona und viele andere Entwicklungen werden wir weniger Ladengeschäfte wahrscheinlich brauchen. Aber wir brauchen ja trotzdem Nutzungen für die Immobilien, die wir dort haben. Das heißt, wir müssen gucken, können wir dort Nutzungen wieder ermöglichen, vielleicht Kunstgewerbe, Handwerk, Dienstleistungen, die das sich früher gar nicht leisten konnten, als hier große Ketten noch fabelhafte Mieten bezahlt haben. Also diesen Prozess müssen wir anschieben. Wir müssen die Innenstadt mehr wieder zum Erlebnisraum machen. Das heißt, kulturelle Veranstaltungen. Die Aufenthaltsqualität muss besser werden. Der Waffenplatz ist mal ein Beispiel dafür, wie man so einen etwas stiefmütterlichen Platz ein bisschen, allerdings auch mit viel Geld, muss ich dazu sagen, wieder ein bisschen nach vorne holt.
Und so haben wir viele, viele Themen in den nächsten Jahren, die wir anpacken müssen. Und es ist einfach eine Aufgabe. Wir haben das jetzt durch diese Innenstadtstrategie zu einem strategischen städtischen Ziel gemacht. Wir brauchen die Hilfe aller, aber wir, ganz ehrlich, in Oldenburg brauchen Sie immer auch den Impuls von der Stadt, also auch den finanziellen Impuls. Mhm. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. Und ich bin ganz optimistisch, weil wir haben einen großen Vorteil. Die Oldenburger Innenstadt ist in der Region nach wie vor extrem beliebt. Und die Passantenströme, die Besucherströme sind nach wie vor gut. Das heißt, es sind Menschen da. Wir müssen nur Angebote machen. Mhm. Themenwechsel. Medizinstandort Oldenburg. Es gibt zurzeit große Diskussionen um die Erweiterung des EV, des Evangelischen Krankenhauses. Wir haben, wenn wir weiter südlich Richtung Kreinbrück zum Klinikum gucken, eine relativ angespannte Finanzsituation. Beim Klinikum ist die Stadt, also Sie, Träger. Bereiten Ihnen diese Themen Bauchschmerzen? Ganz offen gesprochen, also einerseits sind es große und wirklich eigentlich auch tolle Zukunftsaussicht, die der Medizinstandort Oldenburg hat, durch die European Medical School, durch unsere drei eigentlich sehr gut aufgestellten Häuser. Insgesamt haben sie aber im Moment in Deutschland eine Situation in den öffentlichen Krankenhäusern, die ist nahezu katastrophal. Das ist keine Oldenburger Situation. Das hat verschiedene Gründe. Das hat was mit diesem Verrechnungs- und Vergütungssystem der Krankenkassen zu tun, die nicht auskömmlich sind, die sogenannten Fallpauschalen. Das heißt, sie zahlen im Grunde bei vielen Patienten, zahlen sie schon von vornherein drauf. Sie haben die Situation, dass das Land Niedersachsen, die sind verantwortlich für die Investitionen im Krankenhausbereich, statten die aber nicht voll aus, sondern nur zum Teil. Also müssen sie eigenes Geld reingeben, dafür müssen sie sich verschulden, dadurch steigt die Verschuldung der Häuser und, und. So. Dazu haben wir sicherlich beim Klinikum auch selber in den letzten Jahren das ein oder andere, sag ich mal, Nebengeräusch gehabt, was nicht zu guten Entwicklungen geführt hat. Ich will gar nicht von diesem schrecklichen Hügel-Thema sprechen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wir haben natürlich auch in der Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums nicht immer so optimal zusammengearbeitet. Da sind wir inzwischen deutlich weiter. Allerdings hat uns eine neue Leitung. Genau. Allerdings hat uns Corona ein Stück weit wieder zurückgeworfen. Das muss man sagen, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Aber wir sind da auf einem ganz ordentlichen Weg. Und wir werden ja auch beim Klinikum ein riesiges Erweiterungsprojekt haben, was über 300 Millionen Euro kostet, zu einem Großteil vom Land Niedersachsen gefördert wird. Aber auch da muss die Stadt mit ihren finanziellen Muskeln mit einstehen, damit das passieren kann. Unser Problem, ganz kurz, wenn ich das mal erzählen darf, weil das viele nicht wissen. Warum bin ich eigentlich immer so ein bisschen überbesorgt beim Klinikum? Das Klinikum ist für eine Stadt dieser Größe eigentlich zu groß. 70% der Patienten in unserem städtischen Krankenhaus kommen aus dem Umland. Das Defizit finanzieren wir aber alleine. Mhm. So, also von daher, und eine Schieflage dieses Hauses oder ein Umkippen dieses Hauses können wir uns nicht leisten. Und deshalb bin ich immer so sehr darauf bedacht, obwohl ich auf der anderen Seite mich freue über die Ems und mich dafür massiv einsetze, muss ich aber immer darauf achten, auch jetzt als neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates, dieses Amt habe ich ja übernommen, jetzt habe mich dazu entschieden, das selber zu machen, weil ich die Verantwortung sehe. Und deshalb muss ich diese Themen mit im Auge haben. Das ist das Thema Klinikum. Die anderen beiden Vielleicht Häuser... Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Klinikum. Vor dem Hintergrund... Das ist eine Sendung für sich eigentlich, das Thema. Sendung für sich, ja klar. Vor dem Hintergrund ist es ja eigentlich sinnvoll, das Klinikum auf breitere Füße zu stellen, sprich die Trägerschaft zu erweitern. Ja. Wie weit sind wir da in diesem Prozess? Naja, also wir haben aus der Diskussion um die European Medical School, wir hatten ja den Besuch des Wissenschaftsrates und der Wissenschaftsrat hat gesagt, dass wenn ihr das weitermacht, Land Niedersachsen, wenn ihr das weitermachen wollt, dann macht es ordentlich. So, und ein Thema, was ganz wichtig ist, ist das sogenannte Governance-Thema. Was heißt das? Das heißt, in einem Universitätskrankenhaus müssen Wissenschaft und Lehre müssen sozusagen ein Primat haben. Das heißt, sie müssen auch in der Leitung des Krankenhauses eine wichtige Rolle spielen. Jetzt sagen wir aber, als Stadt Oldenburg, als Träger, liebes Land, würden wir gerne machen, aber dadurch entstehen erhebliche Mehrkosten. Also müssen wir uns vertraglich auf diese Governance-Kosten verständigen, damit wir eine Regelung haben, dass zum Beispiel der Dekan der Medizin in unserem Vorstand mitsitzt und vielleicht der Präsident oder ein anderer Vertreter mit im Verwaltungsrat. Um solche Themen verhandeln wir gerade mit dem Land. Das ist auch nicht aussichtslos, aber ich kann natürlich sagen, die Begeisterung in Hannover, Braunschweig und Göttingen ist natürlich gar nicht mehr zu stoppen, wenn es darum geht,
jetzt hohe Millionenbeträge nach Oldenburg zu schicken. Es ist ein Kampf. Okay. Was ich dem Ministerpräsidenten gesagt habe, zu dem ich ja auch ein sehr enges Verhältnis habe, wir haben uns sehr gefreut über die Aufstockung jetzt der Medizinstudienplätze. Wir haben uns im Jahr davor sehr gefreut über die Ankündigung auch mit dem Bau des Forschungsgebäudes, der Anatomie. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl in Oldenburg, wir müssen für die Unimedizin immer einen Fahrschein bis zur nächsten Haltestelle kriegen wir den immer gelöst. Und danach wissen wir nicht, ob wir weiterkommen. Wir hätten ganz gerne mal eine Netzkarte oder zumindest mal eine Staatszielverbindung. Ja. Und das fehlt so ein bisschen. Mhm. Die Frage der Trägerschaft, natürlich wäre das für die Stadt das Beste. Das Land käme und sagt, wir machen ein Universitätsklinikum wie in Göttingen und Hannover. Und wir übernehmen die Trägerschaft. Ich würde mich nicht lange wehren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird nicht passieren. Also zumindest nicht zu 100% und nicht in den nächsten Jahren. Generell müssen wir aber diese Diskussion der Trägerschaft im Auge haben, auch mit den anderen beiden Häusern zusammen, weil das, was wir im Moment haben, kann auch nicht die endgültige zukünftige Konstruktion eines Uniklinikums sein. Mhm. Nur wir müssen natürlich die Themen auch jetzt regeln, die wir im Moment brauchen, um einfach weitermachen zu können. Wir möchten auch niemanden in Hannover die Chance geben, darüber nachzudenken, ob das eine gute Entscheidung war mit der Unimedizin in Oldenburg. Das heißt, wir müssen auch eine ständige Erfolgsgeschichte produzieren, müssen aber dabei immer noch wieder transportieren, das reicht noch nicht, dass wir eine Unterstützung bekommen. Mhm. Also allein das wird die Zukunft der Unimedizin und die Zukunft unseres Krankenhauses ist ein zentraler Punkt der nächsten 5 Jahre für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe mich gewundert, dass diese Themen so wenig angesprochen wurden im Wahlkampf. Das kann mich nicht erinnern, dass das in einer der Runden mal von den Mitbewerbern mal angesprochen wurde. Offensichtlich waren sie ganz zufrieden, so wie es läuft. Mhm. Aber das ist wirklich ein zentrales Thema, weil das muss gelingen. Wir können es uns nicht erlauben. Ich möchte auch nicht irgendwann das Klinikum privatisieren. Das ist nicht das Ziel. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber dazu müssen wir wirtschaftlicher werden und wir brauchen eine stärkere Basis von den Krankenkassen und von der Landesregierung. Das war jetzt sehr ausführlich, aber man kann erahnen, auch sehr komplex, das Thema. Herr Krugmann, kommen wir mal zum e.V. Beim Evangelischen Krankenhaus, da haben wir gerade oder erleben gerade eine große Diskussion um die Erweiterung. Das führt natürlich nicht überall oder stößt nicht überall auf Gegenliebe, sondern gerade die Anwohner sind da etwas besorgt. Wie ist die Situation da im Moment? Also grundsätzlich ist ja zunächst mal noch gar nichts passiert. Es geht ja nur um einen Aufstellungsbeschluss, der ja noch nicht festlegt, was dort gebaut werden könnte. Also ich finde natürlich auch, dass das e.V., ähnlich wie das Pius und auch das Klinikum, müssen sich natürlich zukunftsfest aufstellen können. Und dazu sind natürlich auch Bauarbeiten gelegentlich mal nötig. Allerdings hat natürlich das e.V. in den letzten Jahren schon sehr umfangreiche Bautätigkeiten gehabt. Einmal selbst am Krankenhaus, dann auch mit dem großen Hubschrauberlandeplatz, dann auf der anderen Seite der Wegfall der ehemaligen Feuerwache, auch durchaus diskutiert. Und von daher ist, glaube ich, die Nachbarschaft dort schon ein bisschen wundgelegen an der Stelle. Und kommunikativ ist das, glaube ich, bis hierhin nicht ganz glücklich gewesen. Der Vorstand hat aber ja inzwischen auch nochmal klargestellt, dass da überhaupt keine große Dringlichkeit dahinter ist und noch gar nicht klar ist, ob das überhaupt weiter verfolgt werden soll. Ich denke, das muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube, alle Beteiligten sind jetzt wach und wissen jetzt, worüber sie vielleicht reden. Aber dann setze ich natürlich darauf, dass, wenn dort etwas wirklich stattfinden sollte, dass man den Dialog dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht. Letztlich ist es so, wir müssen natürlich den Krankenhäusern, wir können alle in die Gelegenheit kommen, morgen in ein Krankenhaus gehen zu müssen, auch in ein Universitätskrankenhaus e.V. gehen zu müssen oder zu können. Und dann sind wir natürlich froh über eine gute medizinische Versorgung. Aber hier schon über Häuser zu sprechen, in denen noch Menschen wohnen, das war sicherlich kommunikativ keine Glanztat. Und ich glaube, das hat das e.V. auch eingesehen. Und ich denke, man wird da jetzt deutlich nochmal in der Kommunikation nachschärfen. Und dann wird sich auch klären, ob das Thema überhaupt weiterverfolgt wird. Also ich höre raus, Sie sind da ein bisschen entspannter an der Stelle und sagen, wir haben da ein bisschen Zeit bei diesem Thema und man sollte es diskutieren. Also ich habe das auch die Äußerungen des Vorstands des e.V. so wahrgenommen, dass das gar nicht sicher ist, ob das überhaupt verfolgt wird. Und es geht ja auch um zwei Teile, zwei Bereiche. Und ich denke, man hat jetzt die Diskussion wahrgenommen
Und jetzt wird man sicherlich versuchen, einen Weg zu finden, wie man auch die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt. Insbesondere auch diejenigen, die dann um deren Zuhause es im wahrsten Sinne des Wortes geht. Mhm. Ich glaube, dass man nicht über das Wohnen, also über die Heimat, über das Zuhause von Menschen öffentlich verhandeln sollte, bevor die das überhaupt wissen. Also das war sicherlich keine Glanztat. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Thema überhaupt Wohnraum. Wir erleben das ja auch an anderen Stellen in Oldenburg, dass natürlich diskutiert wird oder dass Anwohner natürlich beobachten, was da bei ihnen vor der Haustür passiert. Stichwort Verdichtung, neue Projektierer, die Projekte, sag ich mal, realisieren wollen. Das Thema den Bürger, die Bürgerin mitnehmen. Wie wichtig ist das? Das ist sehr wichtig. Allerdings hat das auch Grenzen. Das muss man ganz deutlich sagen. Also alles, was man tut in der Kommunalpolitik, hat Konsequenzen. Und vor meiner Amtszeit hatte sich eigentlich eine Lesart in Rat und Verwaltung durchgesetzt, dass man größere Neubautätigkeiten sozusagen am Stadtrand, neue Baugebiete gar nicht mehr braucht, sondern das macht man alles durch die Binnenverdichtung, idealerweise noch innerhalb des Autobahnrings. Mhm. So, und das ist das eine. Das zweite ist, wir haben in Oldenburg die Situation mit den vielen Bebauungsplänen, die mehr zulassen, als die Menschen dort sehen. Das heißt, sie sehen mehrere Einfamilienhausstraßen nebeneinander, wissen aber nicht, dass da rein rechtlich auch Mehrgeschosswohnungsbau möglich wäre. Und dann steht plötzlich jemand mit dem Bagger vor der Tür und baut das, weil er schlicht das Baurecht dazu hat. Das ist eine Oldenburger Besonderheit, die wir auch nicht komplett aufhalten können. Das ist leider so. Ich habe selber in einigen Fällen, wo Bürger mich angesprochen haben, versucht auch mit Investoren zu vermitteln. Ich versuche Investoren immer den Hinweis zu geben, wenn ihr Erfolg haben wollt, wenn ihr keine politischen Schwierigkeiten haben wollt, dann setzt euch frühzeitig mit den Leuten auseinander. Das machen aber nicht alle. Mhm. Wir haben ein zunehmend waches Auge darauf, was in einigen Bereichen in der Binnenverdichtung passiert. Es gibt einige Investoren in Oldenburg, ich will die Namen nicht nennen, die kommen gar nicht aus der Stadt Oldenburg, die kommen aus dem Umland. Die kaufen hier en gros Grundstücke auf und bauen die zu. Das können wir nicht wirklich verhindern, aber wir haben jetzt doch einen sehr viel kritischeren Blick darauf und versuchen natürlich, da wo es irgendwie geht, noch Einfluss zu nehmen. Mhm. Alles ist natürlich dem großen Baudruck und der großen Wohnungsnachfrage geschuldet. Ich glaube aber, dass das in den nächsten Jahren etwas sich beruhigen wird, weil in Oldenburg einfach so wahnsinnig viel gebaut wurde, dass irgendwann die ersten Leerstände kommen werden. Und die sind teilweise jetzt schon zu sehen. Und das wird sicherlich ein bisschen mäßigend eingreifen. Wenn wir dann auch noch vielleicht eine Zinswende oder andere Entwicklung bekommen, dann wird es vielleicht etwas ruhiger werden. Klar, die Frage ist ja immer nach bezahlbarem Wohnraum. Wo kann der sein? Das, was wir hier haben. Also wir haben, wenn ich das vielleicht sagen darf, wo das Problem aus meiner Sicht aktuell ist, wir haben natürlich sehr viel Wohnraum im hochpreisigen Segment bekommen. Das ist eigentlich fast eine Fehlsteuerung, hat was mit Anlagemodellen zu tun. Wir haben durch die Politik der Stadt, aber jetzt auch zunehmend wieder durch Land und Bund, die Wohnungsbauförderung, die wieder eingesetzt hat, haben wir auch ziemlich viele Projekte im Bereich des bezahlbaren Wohnraums. Was ein bisschen fehlt in Oldenburg, ist der Wohnraum für Familien. Also was mich sehr schmerzt, sind die Familien, die derzeit ins Umland abwandern, weil sie in Oldenburg keine Möglichkeiten mehr finden. Und das würde ich mir schon, das habe ich auch im Wahlkampf gesagt, ein bisschen stärker vornehmen. Wir haben am Fliegerhorst noch Möglichkeiten. Wir haben sicherlich, wenn es jetzt Zug um Zug im Bereich Weißenmoor losgeht, noch Möglichkeiten. Wir werden nicht 2.000, 3.000 Bauplätze auf den Markt bringen. Die Zeiten sind vorbei. Aber wir wollen das wieder stärker im Blick haben. Mhm. Weil wir müssen auch die Familie mit Kindern in der Stadt halten. Sind eigentlich noch Flächen da? Also ich meine, das Stadtgebiet an sich ist ja riesig. Aber dann sind sie natürlich auch draußen irgendwo in der Natur, wo es kritisch wird. Aber trotzdem werden ja irgendwo noch Flächen sein, die in Frage also kämen. Also das Flächenangebot, was der jetzige Flächennutzungsplan noch hergibt, ist überschaubar. Mhm. Und jetzt auch mal mit Blick auf das, was wir uns an anderer Stelle politisch vorgenommen haben, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, werden wir jetzt nicht endlos Grünland in Bauland umwandeln können. Diese riesigen Reservoire gibt es nicht mehr. Der ganze Osten der Stadt ist landwirtschaftlich genutzt. Landschaftsschutzgebiet, das steht nicht zur Debatte. Auch im Bereich Hausbegniederung, also im Westen der Stadt, mhm. Everstenmoor, die Diskussion haben wir vor Jahren geführt und die sollte man auch nicht wieder aufmachen. Aber es wird sicherlich immer mal wieder, wir versuchen immer noch mal wieder an der einen oder anderen Stelle in kleineren Umfang auch zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen
zu erwerben, die nicht mehr für die Landwirtschaft sinnvoll genutzt werden können. Und da wird es immer mal wieder auch Projekte geben. Aber die Zeiten, wo wir ein Eversen West, ein Alexanderhaus oder auch ein Fliegerhorst jetzt mit Tausenden von Wohneinheiten auf den Markt bringen, die wird Oldenburg nicht mehr sehen. Das ist so. Gut, nächstes Thema, Digitalisierung. Ich glaube, das ist so ein Thema, vermute ich mal, das Ihnen sehr gefällt. Und da haben Sie auch einige Erfolge nachzuweisen. Also Sie haben unlängst Lob gekriegt vom Kultusminister Herrn Tonne, der, glaube ich, das Vorgehen hier in Oldenburg als beispielhaft tituliert hat und auch ein bisschen Geld mitgebracht hat. 1,85 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule. Das freut Sie, oder? Das freut mich auf jeden Fall. Aber es ist immer so, Sie können solche Fördertöpfe nur angreifen, wenn Sie schnell gute Anträge machen. Und da ist insbesondere unser Schul- und Bildungsamt unter Leitung von Herrn Welb, aber auch unsere IOK, also unsere IT-Abteilung, zu loben, die wirklich ein Schul-IT-Konzept aufgesetzt haben. Ich weiß noch, als die Bildungsministerin Karliczek vor einigen Jahren in Oldenburg war und die frohe Botschaft des Digitalpaktes mitbrachte, war sie ganz verdutzt, als ich hier gleich unser Schul-IT-Konzept in die Hand drücken konnte. Das kannte sie aus anderen Kommunen nicht. Und da sind wir, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg. Sie werden immer Schulen finden, die sagen, das geht uns nicht schnell genug. Aber ich glaube, in dem Maße, in dem wir das machen, also verbesserte Anbindung ans Internet, entsprechende technische Infrastruktur, Ausstattung auch von Lehrkräften zum Beispiel mit Tablet-Geräten und anderen. Also da haben wir wirklich, glaube ich, eine Menge erreicht. Was uns ein bisschen zurückgeworfen hat, war auch hier Corona, weil plötzlich durch den Distanzunterricht und die Notwendigkeit, Homeschooling zu machen, gab es ganz andere Fragestellungen. Wir haben versucht, mit Digitalisierung den Unterricht in der Schule optimal auf digitale Möglichkeiten umzustellen. Plötzlich wollten alle nicht mehr in die Schule, sondern mussten nach Hause, um sich vor Infektionen zu schützen. Das hat ein bisschen Diskussionen gebracht. Aber ich glaube ja, dadurch, dass sich jetzt die Landespolitik so klar zum Präsenzunterricht bekennt, und das wird auch so bleiben, da wird jetzt, glaube ich, nichts mehr anbrennen, kommen wir da wieder in die ganz ruhige Spur, können unsere Projekte fortsetzen. Ähnlich ist es ja bei den Online-Services der Stadt. Sie haben es eingangs ja auch schon erwähnt. Ich habe mir hier eine Zahl notiert. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich weiß nicht, ob Sie die im Kopf haben. 60.000 Euro habe ich mal ausgerechnet. Ist, glaube ich, jetzt im Haushaltsentwurf vorgesehen, um diese Online-Services auszubauen. Das ist eine Menge Geld, aber das spricht dafür, dass der Bürger da eigentlich noch viel erwarten darf in diesem Bereich. Also 60.000 Euro sind gemessen am städtischen Haushalt einigen hundert Millionen, natürlich nicht so viel. Absolut, aber schon. Es ist auch nicht der ganze Betrag, den wir dafür aufwenden, sondern das ist natürlich sehr viel mehr. Wir haben traditionell bei der Stadt Oldenburg über unsere Internetseite schon viele Sachen immer angeboten. Sie können die unterschiedlichsten Dinge tun, ob das jetzt das neue Open Data Portal ist, wo Sie also wirklich auf städtische Daten auch zugreifen können, sich informieren können über wichtige Themen in der Stadt, ob das so Sachen sind wie der Mängelmelder, dass Sie wirklich eine zentrale Möglichkeit haben, wenn Sie irgendeinen Verbesserungsvorschlag in der Stadt haben oder irgendwas ärgert Sie, Sie können uns das sofort melden, dann fährt ein städtisches Fahrzeug raus oder die Careforce One fährt raus oder der zentrale Außendienst. Das läuft schon relativ gut. Aber der nächste Schritt ist natürlich noch mehr Dienstleistungen. Die Menschen gehen ja nicht gerne aufs Amt, um sich einen Ausweis zu holen, Formulare zu holen und so weiter. Diese Dienstleistung Zug um Zug gemeinsam mit Land und Bund online verfügbar zu machen. Und das ist ja das, was im Rahmen dieses sogenannten Online-Zugangsgesetzes von uns auch gemacht werden muss. Das wird mit Hochdruck vorbereitet. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres nochmal einen richtigen Schwung in dem Bereich erleben werden. Trotzdem müssen wir den normalen analogen Betrieb auch aufrechterhalten. Weil es gibt auch Menschen, die bevorzugen eben den direkten Kontakt. Die wollen zum Pferdemarkt oder die wollen genau. Zur Richtung Zulassungsstelle. Ja, und dann sind vielleicht auch technisch nicht so affin oder nicht so ausgestattet. Wir müssen alles anbieten für jede Zielgruppe. Und da sind wir dabei. Das machen wir. Also es gibt viele so Einzelthemen. Wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber reden. Aber diese Themen, also Bürgerdienstleistungen, insbesondere Online-Zugangsgesetz, aber nicht nur, Open Data, also welche Möglichkeiten können wir zur Verfügung stellen, und Schul-IT. Das sind schon so drei wichtige Säulen. Ich könnte jetzt noch über Verkehr reden.
intelligente Verkehrsampeln, alles Mögliche. Auf allen Feldern sind wir tätig. Über Verkehr reden wir jetzt auch auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, noch ein Bereich, den sollten wir hier heute nicht ausklammern. Davor schauen wir uns aber noch einen Beitrag an. Es gibt hier in Oldenburg die Initiative Verkehrswandel in Oldenburg mit interessanten Visionen und darüber sprechen wir dann nach dem Beitrag. Sicherer, gesünder, leiser und grüner soll der Verkehr in Oldenburg werden. Das hat sich die Initiative Verkehrswandel Oldenburg vorgenommen. Im Mai 2019 hat sich die Gruppe erstmals öffentlich gezeigt und seitdem zahlreiche Ideenworkshops, Fahrraddemos und Netzwerktreffen organisiert. Nun sind die Ergebnisse in einer Online-Ausstellung zu sehen. Verkehrswandel zeigt dort seine Vision von einer neuen Verkehrswelt in Oldenburg. Wir von Verkehrswandel, wir versammeln sozusagen die kreativen Köpfe Oldenburgs, die sich rund um das Thema Verkehrswende, Verkehrswandel drehen. Und die haben sich alle verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte, verschiedene Visionen für die Stadt ausgedacht, wie wir hier unsere Verkehrsinfrastruktur einfach anders gestalten können. Und dann haben wir in verschiedenen Kleingruppen zusammengearbeitet und haben diese Vision entwickelt. Und daraus ist dann zusammen mit einem Grafikbüro hier aus Oldenburg diese Visualisierung entstanden. So könnte es am Schlossplatz aussehen. Mehr Grün, mehr Fahrradwege, weniger parkende Autos. Doch keineswegs ist Verkehrswandel Oldenburg autofeindlich. Eine Verkehrswende bedeutet natürlich eine gewisse Umstrukturierung der Verkehrsinfrastruktur weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum Umweltverbund. Das heißt hin zum Fahrrad, zum Fußgänger, zum ÖPNV, also hier in Oldenburg zum Bus. Und das bedeutet automatisch, dass der motorisierte Individualverkehr, wie man das so schön nennt, MIV, also der eigene private PKW, so ein bisschen in den Hintergrund geschoben wird. Das heißt aber nicht, dass wir gegen Autos sind. Das heißt auch nicht, dass wir das Auto verfluchen. Nein, im Gegenteil, es gibt viele Menschen, die darauf angewiesen sind und die genauso noch sich innerhalb der Stadt mit dem Auto bewegen sollen. Aber im besten Fall begreifen wir die Mobilität zukünftig als Dienstleistung und nicht mehr als Besitz. Nicht jeder Mensch muss ein eigenes Auto haben, kann dafür Carsharing nutzen, kann Bus nutzen, kann die Fahrradinfrastruktur nutzen, die wir dann aufbauen. Und so ist der Plan. Autofahrer sollen nicht mehr vorrangig behandelt werden, wobei auch Menschen mit Gehbehinderung mobil bleiben sollen. Das Auto ist per se nichts Schlechtes. Das Auto darf auch gerne eben von Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, genutzt werden, von Älteren, von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die haben ihr Auto womöglich umgebaut, um es eben Senioren oder eben mit Beeinträchtigungen freundlich zu machen. Und sie nutzen das natürlich auf ihrem Grundstück. Sie parken, sie fahren damit durch die Stadt. Wir reißen hier keine Straßen ab. Wir reißen nicht die komplette Infrastruktur ab. Also die Menschen sollen ruhig mit dem Auto, wenn sie darauf angewiesen sind, weiterhin in der Stadt mobil sein. Aber nochmal, für diejenigen, die es vielleicht möglich ist, andere Verkehrsmittel zu nutzen, die dürfen sich gerne innerhalb der Stadt Oldenburgs auch anderweitig fortbewegen. Und das am liebsten klimaneutral. Also Mobilität soll nicht eingeschränkt werden, stattdessen sollen Mobilitätspunkte an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet geschaffen werden. Direkt hinter uns soll im besten Fall einer entstehen. Das ist natürlich, wie gesagt, eine Vision unsererseits. Das muss alles nochmal von der Stadt, von der Verkehrsplanung überprüft werden. Aber mit solchen Mobilpunkten ermöglichen wir zum Beispiel den Menschen, die hier in der Innenstadt wohnen, so viel Flexibilität. Die können tagesaktuell ganz frei entscheiden, ob sie hier in den Bus einsteigen, ob sie hier das Carsharing-Auto nutzen, ob sie das Lastenrad nutzen, ihr Fahrrad hier abstellen und irgendwie mit dem Scooter oder mit dem EWE-Roller weiterfahren. Also diese Flexibilität, die wünschen wir uns im gesamten Stadtgebiet mit vielen verschiedenen Mobilpunkten, sodass man sich letztlich frei bewegen kann. Die Initiative Verkehrswandel treibt die Idee von einem besseren Oldenburg. Eine Stadt, in der alle selbstständig, entspannt und flott von A nach B kommen. Ehemalige Parkplätze erfahren eine Neunutzung und neue Wege entstehen, zum Beispiel durch Fuß- und Fahrradbrücken. Die Initiative Verkehrswandel lädt ein, sich die Bilder anzuschauen und die Entwürfe mitzudiskutieren. Unter www.verkehrswandel.de werden sie direkt ins Digitale Museum weitergeleitet. Ja, Herr Krogmann, sind das Visionen, die vielleicht Wirklichkeit werden könnten? Oder wie geht es Ihnen beim Betrachten dieser Bilder? Also ich kenne ja verkehrswandel.de und kenne auch einige Protagonisten. Und Herr Wenzel ist ja zwischenzeitlich auch Mitglied des Stadtrats geworden und auch hat allerdings jetzt natürlich auch als Vorsitzender des Bauausschusses die Einsicht, dass natürlich immer viele Sachen zu bedenken sind. Grundsätzlich sind da viele Sachen drin, die,
die ich auch durchaus unterstütze. Das heißt, wir haben noch viel Potenzial, den Verkehrsraum anders zu ordnen. Wenn ich so an die sogenannten Streuparkplätze denke, wir haben noch so ganz viele, so, das sind so alte Gewohnheiten, wo man denkt, da ist vielleicht noch mal irgendwo eine Lücke rund um den Wallring frei. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Flächen anders nutzt. Allerdings muss ich ganz offen sagen, wir haben 40.000 Pendler jeden Tag in der Stadt Oldenburg. Wir haben auch viele Menschen in der Stadt Oldenburg, die aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkt sind und eher, sagen wir mal, vielleicht für einen Arztbesuch oder für einen ähnlichen Zweck dann doch auf das Auto, zum Beispiel auch wegen des Alters, ein Stück weit angewiesen sind. Da muss man, finde ich, einen guten Ausgleich finden. Aber in die Richtung muss es natürlich schon gehen, das stimmt. Das Auto man könnte aber das Auto eine Rolle behalten. Das Auto wird in diesem doch sehr flächigen, in dieser sehr flächigen Oldenburger Region, werden Sie so schnell nicht ersetzen können. Und Sie müssen ja noch eine andere Entwicklung beachten, die Sie gar nicht auf dem Schirm haben. Derzeit stellen unsere Autohersteller massiv auf Elektrofahrzeuge um. So, und jetzt kommt ein Mensch in die Stadt, der vielleicht bei der EWE eine Bezugskarte für den E-Strom hat, der dann auch noch Windkraft erzeugt ist. Das heißt, steht mit seinem Auto dort und sagt, ich fahre klimaneutral. Und warum darf ich jetzt nicht in die Stadt? Also diese Diskussion wird man führen müssen. Und ich glaube, das Auto wird in Oldenburg nicht völlig zu ersetzen sein, zumal wir leider auch keine gute Bahnanbindung haben. Das ist leider so. Und es ist ein ewiger Kampf mit der Deutschen Bahn AG, hier auch bessere Verbindungen herbeizuführen. Auch das hat natürlich hat natürliche Grenzen. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir noch vieles machen können in dem Bereich. Nur ich bin immer dafür, die Lebenswirklichkeit der Menschen mit aufzunehmen. Also wenn wir jetzt radikale, einseitige Maßnahmen machen, dann wird das einfach nur dazu führen, dass nach der nächsten Kommunalwahl andere Menschen dort sitzen. Und dann geht es wieder radikal in die andere Richtung. Das sollten wir nicht machen. Wir sollten versuchen, einen breiten Konsens zu haben und wirklich auch Maßnahmen zu treffen, die dann auch langfristig wirklich durchgehalten werden. Sonst macht das, glaube ich, keinen Sinn. Und wahrscheinlich auch sehr ambitioniert vor dem Hintergrund 2035 die Klimaneutralität auch schaffen zu können. Im Verkehr gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das könnte uns dann wirklich dahin katapultieren? Also natürlich, ich glaube, dass das ist nicht damit, es wird keine, die Menschen werden nicht freiwillig sagen, sie verzichten auf Komfort. Alle werden das behaupten von sich, dass sie das würden. Aber ich glaube, wenn wir uns alle sehr kritisch fragen, es gibt sehr engagierte Enthusiasten und wirklich Aktivisten, denen kaufe ich das auch ab. Aber wir alle haben immer einen guten Grund, warum der andere nicht das Auto benutzen sollte. Und das wird sich nicht wesentlich ändern, weil das Auto einfach eine Form der individuellen Freiheit ist, von A nach B zu kommen, die wir uns wahrscheinlich nicht nehmen werden. Deshalb muss das Auto emissionsfrei werden. Also ich glaube, ich fahre selbst sehr gerne Fahrrad. Ich versuche auch als Oberbürgermeister, obwohl das nicht so oft geht wie früher, aber ich versuche doch auch häufig, das Fahrrad zu benutzen. Aber ich weiß eben auch, es geht nicht immer. Wir kennen das Wetter, was wir jetzt gerade draußen haben. Also das Ganze, diese Strategie oder diese Vision mit einem Schuss Realismus, das könnte schon der Weg sein. Aber diesen Schuss Realismus, den braucht es auch. Fliegerhorststraße, das ist auch ein Thema, das, glaube ich, die Gemüter bewegt. Es gibt Verfahren vor Gericht. Glauben Sie noch fest an die Fliegerhorststraße? Wird die kommen, so wie sie geplant war? Ja, also warum wird also die Straße geplant? Also wir haben Alexanderstraße. Ja, die Verbindungsstraße, für die Verbindungs- oder Entlastungsstraße vom Fliegerhorst rüber nach Wechleu, um sozusagen den Fliegerhorst auch mit den Gewerbemöglichkeiten, die wir dort haben, näher an den universitären Bereich heranzuholen. Der Technologiepark, der wird ja auch bald voll sein. Also wir werden dringend auch diese Flächen im Bereich der ehemaligen Hallensichel, das ist ja ein geplantes Gewerbegebiet, brauchen und natürlich auch die Wohnbebauung und übrigens, was ganz wichtig ist, auch die VWG würde sich sehr über diese Straße freuen, weil sie natürlich Netzmöglichkeiten eröffnet, die sie dort bislang nicht haben. Stichwort Anbindung des universitären Bereichs an den Stadtnorden. Also da gibt es viele Themen. Wir wissen, seit wir dieses Thema bearbeiten, dass wir dort in einem besonderen Bereich unterwegs sind. Wir haben von Anfang an auch das Thema zum Beispiel der Querungsmöglichkeiten für Amphibien, also sogenannte Krötentunnel. Also das haben wir von Anfang an mit eingeplant, dass wir versuchen wollen, diese Bereiche miteinander in Beziehung zu lassen. Aber ich möchte nicht, das sage ich auch ganz offen, habe ich auch im Wahlkampf gesagt,
Ich möchte mich nicht später den Anwohnern in Bürgerfelde, den Anwohnern der Alexanderstraße stellen müssen, die schon den gesamten Umlandverkehr haben, der durch Baugebiete zunimmt, der dann den ganzen Fliegerhorstverkehr noch nehmen würde und den Bahnverkehr. Die Bahnunterführung ist auch noch nicht fertig. Wir haben dort wirklich die Sorge, dass wir dort wirklich einen Verkehrskollaps dann bekommen an der Stelle. Wir haben ja den Fliegerhorst schon autoarm geplant. Die Wohngebiete sind schon autoarm ausgerichtet. Aber in Verbindung mit den Gewerbegebieten wird das nicht anders gehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, andere Expansionsmöglichkeiten hat Oldenburg gar nicht mehr. Wir nutzen am Fliegerhorst eine Brache. Das heißt, wir brechen kein Naturland um, sondern wir nutzen eine alte, kampfmittelverseuchte Brache, um wieder Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Aber dann brauchen wir auch die Infrastruktur. Gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. In Kreinbrück hat man diese Verkehrsentlastung nie gemacht. Jetzt hat man nur die Kloppenburger Straße, über die alle Probleme laufen. Und man ärgert sich heute noch schwarz darüber. Diese Situation möchte ich im Stadtnorden nicht haben. Auch wieder ein harter Cut, weil wir nähern uns dem Ende der Sendezeit. Leider, muss ich sagen. Es sind aber noch ein paar andere Themen, die wichtig werden. Sie werden zum Beispiel im März aller Voraussicht nach zum Vizepräsidenten des Niedersächsischen Städtetags gewählt, also ein kommunales Spitzengremium. Was war da oder ist die Motivation für dieses Amt? Also ich bin seit vielen Jahren als Oberbürgermeister, aber auch früher schon als kommunaler Beschäftigter in Gremien des Städtetags aktiv gewesen. Ich halte das für extrem wichtig, dass die Kommunen ein Forum haben, wo sie ihre Interessen auch gegenüber Land und Bund vertreten können. Und wenn man jetzt in der zweiten Amtszeit ist, dann allein das Senioritätsprinzip führt dann dazu, dass man dann irgendwann auch in die Notwendigkeit kommt, dann auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das wird sicherlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Das muss man realistisch einschätzen, wenn man dann natürlich die Gespräche mit der Landesregierung über kommunale Themen führt. Aber mich reizt das sehr, das zu tun. Und es ist ja zunächst das Vizepräsidentenamt. Mein Kollege Frank Klingebiel aus Salzgitter wird Präsident werden. Stimmt, es wechselt und nach dann, zwei Jahren wechselt das. Das ist dann üblich. Dann würde ich turnusgemäß, wenn alles so läuft wie geplant, dann das Präsidentenamt übernehmen. Und ich glaube, dass auch Oldenburg davon ein bisschen profitieren kann, weil man natürlich aus der Rolle... Ich habe eine Frage vorausgesehen, die ich mir hier notiert habe. Genau. Also das ist sicherlich auch etwas, wo Synergien möglich sind. Es ist mehr Arbeit, aber es ist auch nochmal eine Möglichkeit, die Kontakte, die ich in Hannover habe und sozusagen die gesamte Power, die niedersächsischen Städte dann mitbringen, dann nochmal in die Diskussion einzubringen. Das finde ich wichtig. Also auf jeden Fall, ich glaube, da muss man nicht in die Glaskugel gucken, aber das ist selbstverständlich. Eine ambitionierte Amtszeit wird Ihnen bevorstehen. Gibt es etwas aus Ihrer ersten Amtszeit als Oberbürgermeister, das Sie vielleicht in der zweiten Amtszeit anders machen würden? So in der Rückschau. Ich habe schon ziemlich viele Themen sehr intensiv auch selbst bearbeitet. Wir hatten auch über einen längeren Zeitraum keine vollständige Dezernentenmannschaft. Oder Frauschaft, wir haben ja zwei Frauen und mit Herrn Uhr und mir zwei Männer. Und da habe ich schon die Hoffnung und auch die Erwartung, dass wir das noch besser aufteilen können. Und ich glaube auch insgesamt, dass es in den ersten Jahren darauf ankam, viele Themen einfach auch anzuschieben. Aber im Moment laufen sehr viele Projekte und es gilt jetzt aus meiner Sicht nicht ständig noch zwanghaft neue zu erfinden, sondern wirklich zu gucken, wo muss man ansetzen und gezielt auch noch etwas zu fördern, was im Moment ja leider ein bisschen untergeht, auch so dass das Miteinander der Stadt noch mal wieder aufzugreifen. Die Frage, wie bürgerliche Initiativen gefördert werden können, in Sport, im Ehrenamt, in der Kultur und so weiter. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Ich will es vielleicht ein bisschen mit etwas mehr Gelassenheit, aber nicht mit weniger Entschiedenheit angehen. Sie machen auch gelassenen Eindruck. Spricht das dafür, dass Sie sagen, 2026, wenn wieder Wahlen anstehen, ist Schluss oder gibt es vielleicht sogar eine dritte Amtszeit? Also von meinem Lebensalter her, wenn normale Menschen bis 67 arbeiten, dann kann ich eigentlich nicht 2026 sagen, dass ich mich jetzt zurückziehe. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein beanspruchendes Amt, das muss man sehen. Ich denke, das ist eine Frage, die muss man rechtzeitig, aber nicht jetzt, rechtzeitig mit allen besprechen, die da mit zu tun haben, mit der Familie, natürlich mit der Partei auch.
mit allen, die da betroffen sind. Und ich würde mich dazu rechtzeitig äußern. Im Moment sehe ich dazu weder die Notwendigkeit noch eigentlich die Möglichkeit, schon so weit vorauszusehen. Okay, also noch offen. Letzte Frage, weil dann sind wir wirklich hier ganz am Ende der Sendezeit. Woraus schöpfen Sie persönlich Kraft für das, was Sie so tun im Alltag, für das, was das Amt fordert von Ihnen? Also ich habe schon so meine zwei, drei kleinen Nischen, aus denen ich so, also Hobbys, kleinere, die natürlich zeitlich eingeschränkt sind, aber dass man nochmal abends nochmal mit der Oldie-Mannschaft nochmal ein bisschen kicken geht oder dass man sich nochmal die Gitarre raussucht wieder, die ich jetzt in Lockdown-Zeiten mal wieder rausgekramt habe oder ein gutes Buch oder natürlich irgendwie auch eine Reise mit meiner Frau. Also es gibt schon, sag mal, so kleine Kraftzentren noch und ich weiß auch irgendwo, dass man irgendwann sich auch um sich kümmern muss. Also man muss irgendwann auch sagen, so jetzt ist gut, ne? Jetzt ist Feierabend. Das gelingt nicht immer, weil man durch die elektronischen Möglichkeiten, die man hat, haben wir natürlich auch unbegrenzte 24/7, also Tag und Nacht Kontaktmöglichkeiten. Auch das muss man ein bisschen im Auge haben, aber ich kriege das schon im Moment noch ganz gut hin. Im Moment muss ich sowieso sagen, ist das Problem eher die Unterforderung, weil die ganzen Außen- und Abendtermine fehlen. Aber ich hoffe natürlich, dass das bald alles wiederkommt. Und da muss man natürlich sehen, dass man ein gutes Maß hat zwischen Work und auch noch ein bisschen live. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei für die zweite Amtszeit. War ein interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Forum. Tschüss.